Heute geht es nochmal um die Kinematik und eine neue Bewegungsform. Bisher haben wir uns hauptsächlich mit folgenden zwei Bewegungsarten beschäftigt. Einmal die Beschleunigung war 0, das war die gleichförmige Bewegung, und die andere Bewegungsgleichung war die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und hier war eine Eigenschaft, dass eben die Beschleunigung konstant ist, aber eben ungleich 0. Und mit dem Abitur 2019 kam eine neue Bewegungsart dazu, die eben auch im Abitur drankommen könnte. Und darum wollen wir uns die anschauen. Der Name ist etwas länglich, ungleichmäßig beschleunigte Bewegung mit linearem Beschleunigungszuwachs. Und damit ist einfach nicht mehr gemeint, als dass die Beschleunigung eine Funktion der Zeit ist, mit der Form a ist gleich k mal t. Wobei k selbst eine Konstante ist und t dann quasi die Zeit, die Variable. Jetzt kann man sich kurz angucken, damit hat das Beschleunigungszeitgesetz die Form einer linearen Funktion. Darum auch linear Beschleunigungszuwachs. So, dann wollen wir das gleich mal ausprobieren und die Aufgabe 1 lösen.